Und damit herzlich willkommen zurück zu Scene Talk und wir reden heute über The Black Phone, der neue Film von Scott Derrickson. Und wie ich den Film fand, das verrate ich euch nach dem Trailer. Would you like to see a magic trick? Yeah. Tell me your name. Taylor. I was really starting to like you, Finny. I almost let you go. Don't hang up. Who are you? You know all our names. It doesn't work. Hang it up. I made you some breakfast. What'd you put in that? Salt and pepper. Have you seen this boy? My brother, he was taken. By a man with black balloons. I had a dream about it. Please let the dream be real. You're getting out of here. How? There's a combination lock. What's the combination? Hang up the phone! No! Please hurry! Ooh, the creepiest damn thing. In The Black Phone geht's um Finny, gespielt von Mason Fiennes. Und der wird irgendwann entführt von dem sogenannten Grabber. Und der wird gespielt von Ethan Hawke. In der Stadt wurden viele Fotos schon von ihm entführt. Er wurde in der Schule auch immer wieder gemobbt, also beziehungsweise Finney wird in der Schule immer wieder gemobbt. Und als er dann irgendwann in diesem Verlies aufwacht von dem Grabber, merkt er, da ist ein schwarzes Telefon, das aber nicht mehr zu funktionieren scheint. Als er dann aber irgendwann alleine ist und dieses Telefon klingelt und dort Menschen anrufen, die innerhalb dieses Raumes beziehungsweise innerhalb dieses Gebäudes schon gestorben sind, merkt er, irgendwas ist hier ganz komisch und vielleicht kann ich doch entkommen. Das ist die Geschichte in The Black Phone, der neue Film von Scott Derrickson. Scott Derrickson hat zuletzt Sinister gemacht oder auch The Exorcism of Emily Rose, beide sehr gute Filme, war aber auch verantwortlich für Doctor Strange mit Mads Mikkelsen und mit Benedict Cumberbatch. Und nun ist er wieder zurück zu den Horrorfilmen. Eigentlich sollte er auch Doctor Strange 2 inszenieren, aber der durfte nicht so leider das machen, was er wollte. Ist ausgestiegen, hat Black Phone gemacht und seien wir mal ehrlich, ist auch eine gute Entscheidung, denn dieser Film ist richtig gut. Nicht einfach nur, weil er richtig spannend ist, denn das ist er, sondern weil er auch ein richtig tolles Gespür für Bilder hat. Scott Derrickson kriegt es hin, eine Spannung so konstant aufrecht zu halten, wie selten es Leute vielleicht hinbekommen. Dabei schafft er eine 80er-Jahre-Atmosphäre zu kreieren, die nicht voll ist mit irgendwelchen Verweisen oder mit irgendwelchen Anleihen wie in Stranger Things oder wie in anderen Filmen, sondern einfach nur aufgrund der Art und der Weise, wie die gekleidet sind, was für Frisuren die haben, wie die Kamera aussieht, wie die steht, wie die Häuser vielleicht auch aussehen. Nicht irgendwie irgendwas, weil ja, jetzt läuft da, keine Ahnung, der Exorzist in den Kinos oder was auch immer, Exorzist war 70er, ne, sorry, Predator oder was auch immer, sondern es geht primär um die eigentliche Optik des Films, beziehungsweise wie die ganzen Sachen inszeniert und eingefangen werden. Klar, es kommt, wird auch über Filme geredet, die dort erschienen sind, wie beispielsweise, ich weiß gar nicht mehr, wie der Film hieß, vergiss es also. Es wird darüber geredet und ja, der Film hat ein ganz, ganz tolles Gespür für 80er Jahre und das mag ich sehr. Ich bin da nie aufgewachsen, aber ich mag es in Filmen und Serien, wenn es konsequent und korrekt
auf die Leinwand gebracht wird. Dann mag ich es sehr, weil irgendwie wirkt mir das dann in Stranger Things zwar schön, aber viel zu drüber. Oder nicht wirklich so, als würde es da in der Zeit spielen, sondern eher aufgesetzt. Und hier überhaupt nicht. Das, was ich auch noch mag, ist, wie der Film langsam die Sachen etabliert. Du merkst vor allem bei einer Sequenz mit einem Fenster, wenn er dann versucht hochzuklettern und dann die Kamera erst weit weg ist, dann langsam da rangeht, dann wieder weit weg ist und immer weiter wieder ein Stück ran. Dieses Framing funktioniert ganz, ganz großartig. Es gibt auch eine Sequenz, in der er kämpfen lernt mit dem Telefon, um sich zu wehren. Ganz toll eingefangen. Also der Kameramann hier hat, oder auch Scott Derrickson, der ja dafür auch mit zuständig ist, wissen ganz genau, wie sie diesen Film in Szene zu setzen haben, damit alles genauso wirkt, wie sie wollen. Und das mag ich. Das finde ich ganz toll. Was mir der Film aber ein bisschen problematisch macht, ist, dass der Grabber dann am Ende dachte, dass er sehr oberflächlich bleibt. Der Vater ist auch relativ oberflächlich. Er ist halt ein brutaler Vater, der seine Kinder schlägt, ist ziemlich blöd. Hätte mir noch ein bisschen mehr gebraucht, damit ich vielleicht auch ein bisschen mehr dahinter kommen kann, was ihn jetzt bewegt. Weil so wissen wir, okay, der schlägt Menschen, weil er schlägt Leute und das ist ein bisschen blöd. Auch, dass dieser Anfang ein bisschen braucht. Klar, der Film kommt relativ schnell zum Punkt und sagt, okay, hier werden Kinder entführt, beziehungsweise Jugendliche entführt und die werden alle mit schwarzen Ballons angelockt. Aber es hätte da noch ein bisschen mehr passieren können oder ein bisschen früher passieren können, dass das nicht so lange braucht, bis dann wirklich mal der Film in die Puschen kommt. Das braucht ein bisschen, ist aber jetzt auch nur meckern auf ganz hohem Niveau. Ich fand den im Großen und Ganzen echt toll und einen guten Blumhouse-Film seit langer, langer Zeit. Von mir gibt es 7 von 10 möglichen Punkten für The Black Phone mit Ethan Hawke. Habt ihr den Film gesehen? Wenn ja, schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr den findet oder fandet. Ich würde mich freuen, wenn ihr ein Like und ein Abo dalasst. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und haut rein. Bye.